Danke, Gabriel. In der Tat, wir wollen heute die Bibel studieren. Danke auch für das wunderschöne Musikstück. Das war ganz wunderbar gesungen. Gesegneten Reformationstag. Nach der Bibel ist schon Sonntag, nicht wahr? Und ich dachte mir, das wäre vielleicht besser, als zu sagen, gesegneten Sonntag. Wir leben in einer Zeit, in der es dringend notwendig ist, dass wir uns wieder auf die wahren Prinzipien der Reformation besinnen, und das war allein die Schrift, allein die Bibel, allein der Glaube und einige andere Prinzipien, die für unsere Zeit so unglaublich wichtig sind. Schön hier zu sein, schön auf dem Michelsberg zu sein. Ich denke, für die meisten von euch ist es nicht das erste Mal. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon hier gewesen bin. Man hört irgendwann auf zu zählen, und je öfter man da ist, desto mehr hat man das Gefühl, man kommt irgendwie nach Hause. Zu Hause, das Heim, hat ja etwas zu tun mit Erfahrungen, die man gemacht hat, mit Erlebtem, mit der Identität, mit den Dingen, die man mit einem Ort verbindet. Heute Abend soll es um Heimat gehen. Vor einigen Jahren war der Begriff Heimat fast schon ausgestorben, ein bisschen altmodisch und verstaubt. Wer von Heimat sprach, meinte vielleicht Heimatfilme oder Volksmusik, Folklore oder so. Das hat sich drastisch geändert. Die Idee und der Begriff der Heimat ist wieder ganz im Zentrum selbst des politischen Denkens angelangt. Vor einiger Zeit, vor wenigen Wochen, um genau zu sein, war ich unterwegs in einem bestimmten Teil Deutschlands, und es war gerade Bundestagswahl. Man konnte kaum gerade ausschauen, ohne nicht überall die Plakate zu sehen. Und in jenem Teil Deutschlands, in einem bestimmten Dorf, da hingen, ich weiß nicht wie viele Plakate einer bestimmten Partei, die für die Heimat kämpft. Die Heimat muss erhalten sein, was immer sie auch genau damit gemeint haben. Aber nicht nur eine Partei oder ein politisches Spektrum sorgt sich um die Heimat. Andere auf einem ganz anderen politischen Feld, die vielleicht naserümpfend auf diese Partei herabschauen würden, sorgen sich auch um ihre Heimat, obwohl sie vielleicht globalisierter denken. Sie sorgen sich um die Erde und glauben, dass die Erde aufgrund der Erwärmung vielleicht bald nicht mehr unsere Heimat sein kann. Keine Angst, heute spreche ich nicht über die Klimaerwärmung. Da gibt es ja morgen einen Experten, der das dann tun wird, der Ronny. Heimat scheint ein Urbedürfnis der Menschen zu sein. Ganz egal, ob man sich politisch rechts, links, oben, unten, hinten oder vorne verordnet. Und die Bibel spricht über die Heimat, genau aus diesem Grund. Weil es uns alle in unserem Herzen anspringt. Wir alle wollen ein Zuhause haben. Und die Bibel, obwohl das manchmal die Menschen nicht so wirklich verstehen, und wir manchmal auch nicht, ist ein sehr praktisches Buch. Wir denken manchmal, die Bibel ist ein theoretisches Buch, etwas abstrakt, wo nur die Experten Zugang haben. Aber die Bibel ist ein Buch, das über die ganz alltäglichen Dinge spricht. Über Liebe, Gerechtigkeit, über Frieden, über Hoffnung, über Geld, Partnerschaft, Gesundheit. Und die Bibel spricht auch über Heimat. Und so freue ich mich, dass ihr heute Abend hier vor Ort seid. Ich freue mich auch ganz besonders über alle, die jetzt live eingeschaltet sind auf das Wort TV oder später diesen Vortrag im Internet sehen, wahrscheinlich auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von ASI, wo auch immer. Schön, dass ihr dabei seid, und ich möchte ganz besonders auch diejenigen hier und im Livestream-Besuch begrüßen, die vielleicht ganz neu beim Glauben sind, die vielleicht den Link zugesandt bekommen haben, die vielleicht gerade dabei sind, die Bibel kennenzulernen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, und wir wollen ganz besonders auch für euch sprechen und für euch beten. Weil die Bibel die Grundlage unseres Denkens ist und weil wir ohne Gottes Heiligen Geist sie nicht verstehen können. Ich habe immer die Angewohnheit, immer noch mal kurz zu beten. Deswegen möchte ich euch auch einladen, dass, wo es möglich ist, dass wir noch einmal kurz niederknien für ein Anfangsgebet. Auch alle, die live jetzt zugeschaltet sind, wo es möglich ist, und dann mit dem Bibelstudium beginnen.
Lieber Vater im Himmel, was für ein Vorrecht ist es, dass wir dich Vater nennen dürfen. Danke, dass du uns lieb hast. Nicht, weil wir etwas geleistet haben, sondern weil du unser Vater bist. Danke, dass du für uns da bist. Und danke, dass du in deinem Wort alles ansprichst, was wichtig ist für unser Leben. Danke, dass du dir vorgenommen hast, heute zu uns zu sprechen, dass du deinen Heiligen Geist schon längst gesandt hast. Wir müssen ihn nicht erst einladen. Dass heilige Engel hier sind und in jedem Heim, das jetzt live zugeschaltet ist oder später zuschaut, um alles Störende fernzuhalten. Und so möchten wir jetzt unsere Herzen dir öffnen und dich bitten, dass du hineinsprichst. Dein Wort, das Kraft hat, das Leben zu verändern. Und Herr, wir danken dir, dass du versprochen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und darum bitten wir dich jetzt. Im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, 1. Mose, Kapitel 2 und dort Vers 8. Wer über Heimat nachdenkt, denkt in der Regel über den Anfang nach. Für die allermeisten von uns ist Heimat der Ort, wo wir geboren worden sind, wo wir die ersten Tage, die ersten Wochen, die ersten Jahre unseres Lebens verbracht haben. In 1. Mose 2 und dort Vers 8 lesen wir, dass auch für die Menschheit es eine Heimat gab. In 1. Mose 2 und dort Vers 8, ich lese nach der Schlachter, heißt es, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Ganz am Anfang steht ein Heim. Und wir alle kennen vielleicht ein bisschen die Geschichte und sagen, ja natürlich, da gab es das Paradies, da war alles schön, da war alles toll, da war alles wunderbar. Das war natürlich eine tolle Heimat. Aber wisst ihr, dass das Paradies, das Eden, nicht deswegen die Heimat war, weil dort alles schön war. Wenn wir an Eden denken, dann denken wir vielleicht daran, dass alles perfekt war, dass alles wunderbar aussah, dass alles gut geschmeckt hat. Aber war deswegen Eden die Heimat? Wenn wir die Bibel genau lesen und nicht nur oberflächlich, dann stellen wir fest, dass nicht nur Eden wunderschön war, sondern die gesamte Erde war wunderschön. Ich würde behaupten, wenn wir heute auf Instagram 10 Bilder sehen könnten von der ursprünglichen Schöpfung und nur eines davon wäre von Eden, wir hätten echte Probleme, Eden vom Rest zu unterscheiden. Die ganze Erde war wunderschön, die ganze Erde war vollkommen. Heimat hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass etwas Wunderschönes, wobei ich persönlich das Vorrecht habe, dass meine Heimat der schönste Teil Deutschlands ist. Gibt es noch Mecklenburger hier? Mecklenburger? Ja, ja, Amen. Aber Schönheit der Natur ist nicht das, was Heimat ausmacht. Ansonsten wäre die gesamte Erde das Heim von Adam und Eva gewesen. Aber die Bibel macht es ganz deutlich, obwohl alles schön war, ob alles wunderbar aussah, gab es trotzdem ein Heim, ein Garten, wo sie zuerst gewesen sind, wo sie zuerst Gott kennenlernen sollten und aus diesem Heim heraus sollten sie dann die ganze Erde kennenlernen und kultivieren. Was machte diesen Ort Eden aus? Das Geheimnis steckt im Wort selbst. Eden ist gar nicht so einfach wirklich zu übersetzen. Man vermutet, dass es heißt sowas wie Wonne oder Lust. Aber wenn wir es genau verstehen wollen, dann helfen uns die Wörterbücher nicht wirklich weiter, sondern wir müssen eine andere Bibelstelle anschauen, und zwar in Hesekiel 28. In Hesekiel 28, einer relativ gut bekannten Passage. Da spricht es in Hesekiel 28 von einem Engel. Er wird in Vers 14 genannt, der gesalbte, schützende Cherub. In Vers 13 heißt es über ihn, in Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Und dann werden sie alle aufgezählt. Das ist nicht der Garten Eden, in dem Adam und Eva gewesen sind. Und dann später, oder dann die Schlange. Das ist ein anderer Garten Eden, das ist der Garten Eden, in dem ein Engel namens Luzifer noch
vor seinem Fall, noch bevor er zum Feind, zum Satan wurde, wo er dort lebte. Und die Bibel sagt ganz deutlich, als er in Eden war, war er ein schützender, gesalbter Cherub. Und ihr wisst vielleicht, wozu der schützende, gesalbte Cherub da war. Was war seine Aufgabe? Der gesalbte, schützende Cherub stand direkt am Thron Gottes. Er war der Engel, es waren die Engel, die Gott am nächsten standen, wie wir das im Heiligtum später deutlich sehen können. Und wer noch nie was vom Heiligtum gehört hat, der sollte unbedingt die Omega-Evangelisation mitverfolgen. Da wird es auch um das Heiligtum gehen. Der Cherub stand direkt am Thron Gottes. Also lasst uns kurz nachdenken. Wenn der Cherub in Eden war und er dort als schirmender Cherub am Thron Gottes stand, dann war Eden oder ist Eden die Heimat Gottes. Das ist der Ort, an dem Gott selbst wohnt. Seine Heimat. Und als Gott die Erde schuf und den Menschen schuf und er sich die Frage stellte, wie kann ich ein Heim für die Menschen machen, da entschloss er sich, dieses Heim nach seinem eigenen Heim zu benennen. Um deutlich zu machen, die wahre Heimat des Menschen, die Heimat, für die der Mensch gemacht ist, ist untrennbar verbunden mit Gottes Heimat. Wir denken oft über unsere Heimat nach, wollen unsere Heimat verteidigen oder konservieren. Wie oft denken wir darüber nach, wo Gott wohnt, über Gottes Heimat? Die biblische Geschichte ist schnell erzählt. Wir haben die Heimat verloren. Sünde, Übertretung des Gesetzes Gottes führte dazu, dass Menschen ihre Heimat verloren haben und die gesamte restliche Geschichte der Bibel von 2. Mose 3, das Ende, bis zur Offenbarung 21, ist die Geschichte, wie Gott alles versucht, um Menschen wieder in ihre Heimat zu bringen. Sieht man sehr schön schon gleich in den ersten Kapiteln der Bibel bei den Patriarchen. Wir schlagen auf Hebräer Kapitel 11, wo diese Geschichten der Patriarchen wunderbar zusammengefasst werden. In Hebräer 11, da wird über Leute wie Abraham und Isaak und Jakob Folgendes gesagt. In Hebräer 11 und dort Vers 13. Diese alle sind dem Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden, denn die solches sagen, die sagen, ich bin ein Gast, ein Fremdling, jemand, der kein Bürgerrecht hat, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Das Besondere an den Patriarchen war, sie suchten eine Heimat. Und das scheinbar Paradoxe war, um diese Heimat zu suchen, mussten sie ihre Heimat aufgeben. Abraham musste seine Heimat in Ur in Babylonien aufgeben, um diese Heimat zu finden. Wisst ihr eigentlich, was Abraham da aufgegeben hat? Wir schauen vielleicht heute im Internet, gucken uns Ur an, sehen da irgendwie Wüste. Wenn wir da gewesen sind, vielleicht Fliegen. Diese alte, etwas schon baufällig gewordene Ziggurat und denkt sich, naja, so toll wird es da nicht gewesen sein. Vor 2 Jahren, ziemlich genau vor 2 Jahren, hatte ich die Gelegenheit, mit meiner Frau an der Universität Tübingen einen Vortrag zu hören von einer Archäologin, die vor wenigen Jahren in einem internationalen Team, die Professorin aus München, Ausgrabungen in Ur wieder aufgenommen haben. Ur ist ja eine riesige Stadt gewesen damals. Und man hat in alter Zeit, also vor Jahrzehnten, hat man vor allem den Tempel, diese Ziggurat ausgegraben und verschiedene Dinge. Aber man interessiert sich jetzt mehr, wie haben die Menschen dort gelebt? Und dieses internationale Archäologenteam hat eine Ausgrabung gemacht und man hat Wohnhäuser, ein besonderes großes Wohnhaus in Ur ausgegraben und untersucht. Man hat festgestellt, der Lebensstandard in Ur vor 4000 Jahren, zur Zeit von Abraham, die Sanitäranlagen waren auf einem solch hohen Niveau, wie es seitdem in der gesamten Geschichte des Alten Orients bis heute nie wieder der Fall gewesen ist. Die haben Sickerschächte gefunden, 18 Meter tief in die Erde hinein konstruiert. Sie haben Skelette gefunden und untersucht, anthropologisch untersucht, festgestellt, die Menschen waren damals außergewöhnlich gesund. Keine Anzeichen von Zivilisationskrankheiten. Den Menschen in Ur ging es wirklich
blendend. Und je nachdem, welche chronologische Zeitschiene man mit dem babylonischen Reichen fährt, das ist ziemlich umstritten, könnte es sein, dass Abram sogar zu einer Zeit lebte, als Ur das Zentrum eines großen Reiches war, die sogenannte Ur-3-Dynastie. Dem Abraham ging es gut. Heute denken wir oft, Menschen fangen an Gott zu glauben, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist manchmal vielleicht auch der Fall. Wir denken, weil eine Krise ist, deswegen sind jetzt die Menschen offen. Aber Abraham verließ seine Heimat, als es toll dort war. Offensichtlich war die Heimat, die er suchte, noch besser als das, was er hatte, obwohl das, was er hatte, selbst für die allermeisten Menschen auf dem Planeten heute echter Luxus wäre. Die Bibel sagt in Hebräer 11, Vers 9, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Wir machen uns heute keine Idee, was das heißt. Schon im alten Orient gab es eine Zweiklassengesellschaft. Es gab die Leute in der Stadt, es gab die Leute auf dem Land. Die Leute in der Stadt, das waren die Gebildeten, die lesen und schreiben konnten, die sich mit Religion befassten und mit vielen kulturellen Dingen. Die Leute draußen, das waren die Nomaden, die ihr Vieh über die Steppe trieben. Und ihr könnt mal raten, wie die Städter über die Nomaden gedacht haben. Das waren fast keine Menschen, das waren Barbaren. Dass ein Mensch eine Stadt wie Ur verlässt, ein Zentrum der Zivilisation und dann freiwillig in Zelten lebt als Nomade, das war der scheinbar gesellschaftlich größtmögliche Abstieg. Aber warum tat das Abraham? Warum tat das Isaak? Warum tat das Jakob? Es heißt in Vers 10, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, die ein festes Fundament hat. Die Babylonier waren gut im Fundamente bauen. Die Zikkurat von Ur steht ja heute noch, zumindest teilweise. Aber Abraham wusste, es gibt eine Stadt mit einem größeren Fundament. Er suchte eine bessere Heimat. Es heißt ja in Vers 16, nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Die Bibel macht deutlich durch all die Jahrhunderte, dass Menschen glaubten, dass es eine Stadt gibt. Eine Heimat für sie. In Johannes 14 und dort Vers 1 bis 10, da schreibt Johannes, was Jesus über diese Städte sagte. Und auch das kennen wir wahrscheinlich ganz gut. In Johannes 14 und dort Vers 1 bis 3. Im Kontext dessen, was auf die Welt zukommen würde, sagt Jesus, euer Herz erschrecke. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Das Motto dieser Tagung ist ja, es geht heimwärts. Jesus kommt wieder. Da gibt es eine Verbindung zwischen der Idee der Wiederkunft und der Heimat. Abraham, Isaak und Jakob und all die anderen, die ihre Heimat verließen, um jene Heimat zu suchen, haben in ihren Lebzeiten diese Heimat nie gefunden. Sie alle wussten, es kommt der Tag, wo wir nach Hause gehen, wo wir unsere Heimat entdecken. Diese Verbindung von Heimat und Wiederkunft wird auch bei Paulus ganz deutlich in Philipper Kapitel 3. Schaut mal in Philipper Kapitel 3 und dort Vers 20. Philipper 3 und dort Vers 20. Paulus sagt, und ihr kennt den Vers vielleicht, er sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Herrn. Das Wort Bürgerrecht hier klingt ein bisschen technisch. Ja? Wir haben vielleicht alle irgendwie einen Pass, wir haben ein Bürgerrecht irgendwo, manche hat einer vielleicht eine doppelte Staatsbürgerschaft. Aber das Wort im Griechischen, was hier steht, ist eigentlich nicht so sehr etwas Technisches, nicht so sehr etwas, wo man ein Dokument unterzeichnet, ein Bürgerrecht. Das wäre eigentlich im Griechischen mehr Politeia, aber hier geht es um Politeuma.
Klingt ganz ähnlich, nicht wahr? Politeia, politeuma, klingt wie Politik. Und das kommt auch daher, das kommt von dem griechischen Wort Polis. Weiß jemand von euch vielleicht zufällig, was griechisch Polis ist? Die Stadt. Damals die Griechen, die waren ja ganz stolz, dass sie nicht ein großes Königreich haben, sondern jeder hatte seine eigene Stadt. Und jeder war stolz auf seine Stadt. Die Korinther waren Korinther, ja? Und die Spartaner waren Spartaner. Und die hatten mit den Athenern nichts zu tun. Und die Athener waren Athener. Jeder hatte seine Stadt. Ein bisschen Umland, ja, ein bisschen was man erobert hat, aber jeder hatte seine Stadt. Und in jeder Stadt gab es auch so ein bisschen eine unterschiedliche Regierungsform. Ja? Die Spartaner hatten zwei Könige. Ja? In Syrakus gab es den Tyrannen. In Athen hat man mit der Demokratie irgendwie ein bisschen experimentiert. Aber Paulus sagt, all diese verschiedenen Städte, diese Polis, die mag es auf dieser Welt geben. Meine Polis, meine Stadt, ist im Himmel. Politeuma, und vielleicht habt ihr auch die Anmerkung in der Schlachtübersetzung ganz richtig, heißt eigentlich wörtlich wie so etwas wie meine Heimatstadt. Paulus war sich sicher, dass seine Heimat im Himmel wichtiger ist als seine jüdische Nationalität, als das römische Bürgerrecht, das er angeborenerweise gehabt hat. Es gibt einen echten Zusammenhang in der Bibel immer und immer wieder zwischen dem Warten auf Jesus und der Heimat, die wir haben dürfen. Ist dir bewusst, dass es eine Stadt gibt, die jetzt schon deine Heimat sein kann? Ich meine, es ist ja ganz schön, wenn man zu einer ASI-Konferenz kommt und hört, ich war, ach ja, da werden wir einmal im Himmel sein, ja? Und wir singen Lieder. Aber wie oft im Alltag denken wir darüber nach, dass wir eigentlich schon Bürger einer anderen Stadt sind? Paulus sagt, du bist vielleicht Bürger von Korinth und du bist Bürger von Ephesus, aber ich bin Bürger. Meine Heimatstadt ist Neu-Jerusalem. Und deswegen war Paulus der Meinung, dass er schon auf dieser Welt sich an die Gesetze von Neu-Jerusalem halten sollte. Und so auf dieser Welt leben sollte, wie er auch in Neu-Jerusalem leben würde. Ich möchte heute euch zwei Menschen vorstellen, die auf Jesus gewartet haben. Zwei Menschen, auf die Jesus gewartet hat. Zwei Menschen, die ein in gewisser Weise gestörtes Verhältnis zu ihrer Heimat hatten und die in ihrer Begegnung mit Jesus ihre wahre Heimat entdeckt haben. Der erste von ihnen lebte weit entfernt von seiner Heimat. Wir wissen nicht einmal genau, woher er eigentlich kam. Schlagt mal mit mir auf in Lukas Kapitel 7. Wir wissen nur, dass er in der römischen Armee gedient hat. Und das konnte bedeuten, dass er vielleicht aus Italien war, vielleicht war er auch aus Nordafrika oder aus der heutigen Türkei oder aus Syrien oder aus Spanien, vielleicht sogar aus Großbritannien, wer weiß. Aber wir wissen, dass dort, wo er jetzt lebte, dass das nicht seine Heimat war. Ich denke, wahrscheinlich waren die allerwenigsten von uns Soldaten, geschweige denn Soldaten im Auslandseinsatz. Ich habe auch noch mit keinem Soldaten im Auslandseinsatz gesprochen. Ich vermute aber, dass wenn man Besatzungssoldat ist, man es relativ schwer hat, sich dort heimisch zu fühlen, oder? Stellt euch mal vor, ihr seid Soldat und ihr besetzt ein anderes Land und schränkt die Rechte anderer Menschen ein. Da hat man nicht das Gefühl, zu Hause zu sein, oder? Man ist ja ständig in der Gefahr, vielleicht attackiert zu werden. Immer noch. Schaut mit mir in Lukas Kapitel 7. In Lukas 7 und dort Vers 2. Dort heißt es, und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Als aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Hier war jemand weit entfernt von seiner Heimat, irgendwo in der Fremde, mit einer Aufgabe, die es ihm relativ unmöglich machte, sich zu Hause zu fühlen, und er hatte ein Problem. Er brauchte Hilfe.
und er sendet zu Jesus. In Vers 4 stellen wir fest, dass obwohl er ein Besatzungssoldat war, er relativ gute Kontakte zu den Menschen hatte, die dort lebten. Es heißt in Vers 4, als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst. Warum? Denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Er ist es wert, dass ihm geholfen wird. Frage, wie würdest du dich fühlen als römischer Hauptmann? Wärst du dankbar, dass die Besetzten eine so positive Meinung von dir haben? Ist doch schön, oder? Sie mögen mich. Ich habe mich wohl nicht so schlecht angestellt. Aber vielleicht hat er ganz tief in seinem Innern gemerkt, sie mögen mich eigentlich nur, weil ich das und das und das und das gemacht habe. Ich bin wert, dass man mir hilft, weil ich schon so fleißig das und das und das und das und das gemacht habe. Wie viele Menschen besuchen unsere Gemeinden? Wie viele Menschen, die noch nicht Jesus ganz angenommen haben, aber so dabei sind, ihn kennenzulernen, erhalten von uns das Gefühl, du bist gut, du bist ein richtig toller, weil du hast ja schon diese Bücher alle gelesen. Bist ein Kandidat für den Himmel, weil du kommst ja regelmäßig in den Gottesdienst, setzt dich sogar für die Missionen, hast schon 3 Bücher weitergegeben. Dir wird Jesus helfen können. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du heute hier bist oder vielleicht auch zuschaust, vielleicht bist du einer von denen, die jetzt im Zuge der Ereignisse der letzten Monate in den Dunstkreis der Gemeinde gekommen bist. Du hast ein Buch empfangen, du hast vielleicht Kontakt zu einem Hauskreis, du studierst mit Leuten die Bibel, du hörst Vorträge im Internet. Und die Menschen, die das Evangelium bringen, sind wohlmeinend und sagen, hey, das ist ein Guter, der denkt so wie wir, der ist schon auf dem richtigen Weg. Aber vielleicht spürst du manchmal, dass das nicht die Grundlage sein kann. Vielleicht spürst du, dass du vor allem deswegen angenommen bist, weil du die richtige Meinung hast, weil du die richtigen Sachen sagst. Der Hauptmann hatte nicht den Eindruck, dass er so toll ist. Während die Juden sagen, er ist es wert, dass man ihm hilft, weil er tut ja das und das und das und das und das und das. Ihm kann man helfen. Hatte der Hauptmann eine ganz andere Ansicht von sich selbst, schaut man in Vers 6. Da ging Jesus mit ihnen hin und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Vielleicht spürst du, dass all das, was du gesehen und gehört hast, dich nicht angenehm machen kann vor Gott. Vielleicht merkst du, dass obwohl du wohlwollend aufgenommen bist und Leute dir zuapplaudieren und sagen, ja, du bist auf dem richtigen Weg, innerlich du doch merkst, es fehlt etwas ganz Entscheidendes. So schön das alles ist und so wunderbar die Gemeinschaft ist, es fehlt etwas ganz, ganz Entscheidendes. Der Hauptmann fühlte sich nicht wohl, obwohl sogar die von ihm Besatzten ihn mochten. Besetzen. Das ist eine große Leistung. Aber er wusste in seinem Herzen, ich bin nicht wert. Ich bin eigentlich total verdorben. Seht ihr? Es reicht nicht aus. Den Menschen sagen, schön, dass du auch unsere Meinung hast. Schön, dass du auch gegen dieselben Leute bist. Schön, dass du dieses Buch gelesen hast. Schön, dass du zu unseren Veranstaltungen kommst. Du bist auf dem richtigen Weg. Das ist zwar alles gut und alles richtig, aber wenn nicht das, was hier jetzt geschieht, im Herzen geschieht, ist alles umsonst. Und ich habe in den letzten Jahren zu viele Menschen gesehen, die begeistert gewesen sind für die biblische Botschaft, nur um nach einigen Jahren wieder ausgebrannt, die Gemeinde Gottes zu verlassen. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst.
Vers 7. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen. Aber jetzt kommt's. Sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Dieser Mann hatte nicht den Eindruck, dass er so wertvoll ist, so wichtig, dass Jesus ihn zu Hause besuchen würde. Aber er wusste, wenn Jesus zu ihm direkt spricht, das würde schon reichen. Er wusste, dass wenn Jesus in sein persönliches Leben für ihn direkt ein Wort hat, das würde alle Probleme lösen. Seht ihr, siehst du, lieber Freund, liebe Freundin, es reicht nicht, einfach nur im richtigen Club zu sein. Es reicht nicht nur, einfach nur Freunde zu haben, die an Jesus glauben und die einen immer mit dem besten Material versorgen. Es reicht nicht, sich Leute im Internet anzuhören, die offenbar viel von Jesus wissen. Wir müssen in unserem Leben erleben, dass Jesus in unser Leben direkt hineinspricht. Sprich nur ein Wort. Und ein Knecht. So wird mein Knecht gesund. Schaut mal in Vers 8. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut es. Dieser Mann war sehr klar in seinem Kopf. Er wusste, wenn ich einem Soldaten sage, geh nach Bethlehem und nimm dort diese zwei Leute gefangen. Was macht der Soldat? Der macht auf dem Absatz kehrt, geht nach Bethlehem, nimmt die Leute gefangen und bringt sie mir. Der Soldat macht genau das, was ich ihm sage. Der Hauptmann wusste, wenn ich mit Autorität etwas sage, geschieht es auch, weil es Soldaten gibt, die es ausführen. Und er war der Meinung, Jesus kann genau dasselbe. Obwohl Jesus keine Soldaten hat. Denn das Wort Gottes hat Kraft. Wenn Gott spricht, geschieht es. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Ganz bestimmt kennt ihr die Geschichte. Ganz am Anfang der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Das war die Realität. Nun, ihr müsst wissen, wenn ich rede, dann rede ich hoffentlich die Wahrheit. Aber wenn meine Worte auf die Realität treffen, also wenn ich sage, diese Bibel ist grün. Und mein Wort grün aus meinem Mund hervorgeht und auf die Realität trifft. Wer zieht den Kürzeren? Mein Wort, oder? Aber wenn Gottes Wort in die Finsternis spricht, es werde Licht, und Gottes Wort sich wie ein Soldat aufmacht in die Finsternis hinein und Gottes Wort auf die Realität trifft, sagt mir, wer zieht den Kürzeren? Die Realität. Und es macht einen großen Unterschied, ob man begeisternde Predigten gehört hat oder in einem tollen Kreis von Christen gemeinsam Gemeinschaft hat oder ob man erlebt hat, wie das Wort Gottes in mein Leben spricht und die Realität hat sich verändert. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus spricht heute zu dir. Vielleicht denkst du, dass du nicht würdig bist, Teil der Gemeinde Gottes zu sein. Vielleicht denkst du, dass du zu schlecht bist, dass du zu wenig weißt. Du bist vielleicht nicht aufgewachsen im christlichen Glauben. Du hast nur hier und dir was gehört. Und wenn du andere reden hörst, denkst du, du wirst niemals ihr Niveau erreichen. Ich habe so mit so vielen Menschen gesprochen, die das denken, manchmal sogar ausdrücken. Du denkst vielleicht, du kannst nicht richtig beten, weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Aber heute sagt Jesus dir, sein Wort spricht direkt zu dir. Und wenn du das glaubst, dann geschieht in deinem Leben das, was Gott sich wünscht. Durch das Wort Gottes, durch das Wort von Jesus, kam Jesus nach Hause. Dieser Mann sagte, du brauchst nicht selbst kommen, Jesus, sprich nur dein Wort, das ist, als ob du selbst zu mir kommen würdest. Ihr Lieben, wenn wir das Wort Gottes im Haus haben, dann ist das so, als ob Jesus bei uns zu Hause wohnen würde. Wer von euch hätte gern Jesus zu Besuch? Ah, okay, das freut mich. Ich hoffe, ihr hättet ihn dann auch noch gerne zu Besuch, nachdem er 2 Wochen da war. Es gab viele Menschen, die ihn
mit Begeisterung aufgenommen haben und ihn später wieder hinauskomplimentiert haben in ihrem Leben. Wir wünschen uns, dass Jesus in unser Leben hineinkommt. Aber wisst ihr, Jesus, der als Mensch im himmlischen Heiligtum für uns dient, kann nicht persönlich zu mir nach Hause kommen. Muss er auch nicht. Er hat sein Wort gesandt. Welche Rolle spielt das Wort Gottes bei dir zu Hause? Die Kraft des Volkes Gottes hängt nicht davon ab, wie viele Predigten im Internet gepredigt werden. Die Kraft des Wortes Gottes hängt davon ab, wie sehr das Wort Gottes zu Hause in der Familie die Kraftquelle ist. Ist das Wort Gottes in deinem Haus, in deinem Heim so präsent, als ob Jesus selbst da wäre, dass wenn Menschen dich besuchen und sie merken, wie du mit dem Wort Gottes zu Hause umgehst, dass sie den Eindruck haben, es ist ja so, als wenn Jesus da wäre. Sprich du nur ein Wort. Durch Gottes Wort kommt Jesus zu uns persönlich nach Hause. Lieber Freund, liebe Freundin, der du vielleicht jetzt im Umkreis, im Dunstkreis irgendwie Kontakt bekommen hast zur Gemeinde Gottes. Nichts kann dir die Nähe Gottes so vermitteln, wie als wenn du selbst, ja du, auch wenn du denkst, dass du vielleicht erst seit 3 Wochen überhaupt angefangen hast, die Bibel zu lesen, wenn du selbst Gott bittest, sprich zu mir, lehre mich. Niemand, kein Mensch kann dir das beibringen, was Jesus dir beibringen kann. Jesus war begeistert von diesem Hauptmann. Er war gar nicht Teil Israels, er war ein Fremder. Und doch sagt Jesus in Lukas 7 und dort in Vers 9, als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte: Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Vielleicht denkst du, lieber Freund, liebe Freundin, der du vielleicht Gast bist, Interessierter, ein paar Bibelstunden bekommst, du denkst vielleicht, naja, die schon lange dabei sind, die haben einen so großen Glauben, was die alles wissen, was die aus der Bibel zitieren können, was die an Geschichtsfakten wissen, was die an Erfahrungen haben, unglaublich. Aber weißt du was? Wenn du jeden Tag aus dem Wort Gottes lebst, weil du jeden Tag mit Jesus sprichst und ihn zu deinem Lehrer machst, ich wage zu behaupten, dass noch heute du mit den größten Glauben haben wirst. Glaube, echter Glaube, der in dieser Welt wirklich etwas verändert, ist, wenn Jesus bei mir wohnt, durch sein Wort. Er konnte Kind Gottes sein, obwohl die Gemeinde ihn so nicht so ganz hundertprozentig ins Herz geschlossen hatte, nicht wahr? Er ist zwar eigentlich ein Römer, er ist unser Besatzer, aber er tut gute Dinge, so können wir ihm helfen. Ne? Vielleicht erlebst du, wo immer du auch bist, dass nicht jeder, der sich zur Gemeinde Gottes zählt, dich freundlich aufnimmt. Und so manche ist schon zurückgeschreckt, weil er sieht, wie mit ihm zwischenmenschlich umgegangen worden ist. Aber wenn du Jesus in dein Herz lässt und Jesus zu dir sprechen kann, dann hast du den Glauben, den du brauchst. Es wird noch deutlicher in der zweiten Geschichte. Ich habe gesagt, ich möchte euch 2 Personen vorstellen. Die zweite Geschichte findet sich in Matthäus 15. Und diesmal war es eine Frau, die in ihrer Heimat lebte, aber die jetzt auch ihre Heimat ein Stück weit verließ, um Jesus zu treffen. Eine Frau, die von den Juden nicht so toleriert wurde wie der römische Hauptmann, sondern auf die man wirklich mit Verachtung schaute. In Matthäus Kapitel 15. Und dort heißt es in Vers 21, Matthäus 15, Vers 21, und Jesus ging von dort weg
und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Das sind die beiden großen phönizischen Handelsstädte am Mittelmeer. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Hier ist eine Frau, die auch ihre Heimat ein Stück weit verlässt. Aber hier ist eine Frau, für die Jesus seine Heimat verlassen hat, um sie zu treffen. Uns wird gesagt, dass Jesus eigentlich nur zwei Gründe hatte, Galiläa zu verlassen, um eine lange ausgedehnte Reise ins Ausland zu machen. Einmal wollte er Zeit haben mit seinen Jüngern, um sie auszubilden. Das andere war, er wollte genau diese Frau treffen. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus hätte seine Heimat, den Himmel verlassen, nur um dich zu treffen, wenn du der Einzige gewesen wärst. Egal wer du bist, egal wie du dich fühlst, egal wie schwer du in Sünde gefallen bist, das war eine Kanaaniterin. Wisst ihr, wo sie gewesen ist, bevor sie zu Jesus kommt? Was ahnt ihr wohl, was eine kanaanitische Frau versucht hatte, um ihrer Tochter zu helfen? Was hat sie wohl gemacht? Ich kann es euch sagen. Sie hat zu Baal gebetet. Bestimmt nicht nur einmal. X-mal. Sie hat wahrscheinlich jeden Doktor und jeden Wahrsager und alles, was es gab an phönizischer Heilkunst, versucht für sich zu gewinnen. Alles umsonst. Sie war ganz tief im Götzendienst. Ganz tief in dem, was eigentlich schon seit 1500 Jahren ausgerottet hätte werden sein sollen. Da war sie. Aber sie hat gemerkt, all das bringt nichts. Baal hat nie geantwortet. Ihre Tochter war immer noch krank. Wieder ein Mensch, der nicht wirklich eine Heimat hat in Israel, aber der ein Problem hat. Ein Problem, das nur Jesus lösen kann. Und weil sie so verzweifelt ist, versucht sie jetzt einfach mal diesen Jesus. Und vielleicht gibt es heute auch jemanden hier oder jemanden im Livestream, der von Jesus nun wirklich noch fast gar nichts gehört hat. Vielleicht ist das deine erste Predigt, die du überhaupt hörst. Vielleicht hast du schon ein paar gehört, aber du bist so tief in der Sünde, so tief in der Welt, so tief in all dem, was Gottes Volk mit Abschaum betrachtet, dass du dich vielleicht nicht einmal traust, deine Kirche oder Gemeinde zu betreten. Aber Jesus sieht dich und Jesus will auch dir Heimat geben. Sie, eine kanäische Frau, kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Vielleicht habt ihr mal diese Geschichte gelesen und euch gewundert, was Jesus hier tut. Jesus behandelt sie kühl und als sie weitermacht, behandelt er sie immer scheinbar noch kühler. Es heißt hier, er antwortet ihr nicht ein Wort, da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprach: Fertige sie ab, denn sie schreit und sagt, mach, dass sie wegkommt, ja, hilf ihr schnell, damit sie uns in Ruhe lässt. Das ist toll, oder? Wir wollen gute Werke tun, ja. Wir wollen ja, dass den Menschen geholfen wird. Hauptsache, wir identifizieren uns nicht mit ihm. Hauptsache, er ist schnell wieder weg. Das war die Einstellung der Jünger Jesu. Mit so einer Frau wollten sie nichts zu tun haben. Die gehört nicht dazu. Fertige sie ab. Die schreit uns nach. Jesus antwortet in Vers 24, er beantwortet und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ratet mal, wie da die Jünger gedacht haben. Endlich sagt es mal jemand. Irgendwie war der Jesus bisher immer so, was war das, immer so sanft zu denen, aber endlich zeigt er mal Kante. Jetzt weißt du, wo du stehst. Ja? Eigentlich ist es gar nicht für dich. Wir sind manchmal so ein bisschen freundlich und helfen, aber es ist nicht für dich. Endlich sagt er mal was Hartes. Sie hatten keine Ahnung, was Jesus tut. Wir lesen, dass Jesus eigentlich ihr Verhalten gespiegelt hat. Jesus handelt hier so,
wie fast alle Juden zu der Zeit dachten und handelten. Er spiegelt quasi das Verhalten der Gemeinde. Aber die Frau lässt sich nicht kleinkriegen. In Vers 25, da heißt es, da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er beantwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Ja, ich stelle mir vor, wie Petrus gedacht hat. Johannes gedacht, ja. Jesus, jetzt. Dreimal hat Jesus sie kühl abgewiesen. Wahrscheinlich wären viele andere Menschen verzweifelt zurückgegangen. Aber Jesus wusste, dass er es mit dieser Frau so machen kann. Er wusste, er kannte sie, er kannte ihren Glauben. Er wollte den Jüngern etwas zeigen. Etwas, was sie nicht für möglich halten würden. Denn diese Frau, auch nachdem sie dreimal kühl abgewiesen worden ist, bleibt dran. Sie bleibt an Jesus. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ganz ehrlich, habt ihr euch mal gewundert über das, was Jesus tut? Habt ihr euch mal gewundert, dass Jesus so handelt? Wer von euch hat sich mal gewundert? Gibt's jemand? Ich habe mich gewundert. Ich habe mich sehr gewundert. Ich habe eine Frage an euch. Kennt ihr noch eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus auch jemanden so kühl abweist? Seine Mutter, ja, da gibt es so eine Geschichte, die auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig ist, wo jemand sagt, ich brauche dich. Und Jesus sagt, lass mich gehen. Und die Person sagt, nein, ich lass dich nicht gehen, bleib bei mir. Wer ist das? Jakob. Jakob am Jabok in 1. Mose 32. Und was wurde an diesem Tag aus Jakob? Israel. Jesus macht genau dasselbe mit dieser kanaanitischen Frau, was er mit Jakob gemacht hatte. Und Petrus und Johannes denken die ganze Zeit, wir sind Israel, du hast hier nichts zu suchen. Und merken gar nicht, dass diese Frau den Glauben hat, nach dem sie benannt sind. Sie merken nicht, dass diese Frau einen viel größeren Glauben hat. Diese Frau handelt wie Jakob, der zu Israel wurde. Sie sagt nämlich mit anderen Worten, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da sind Menschen, die die Bibel kaum kennen, die keine Ahnung haben, die vielleicht in okkulten Dingen verstrickt sind und gar nicht wissen, wo links und rechts ist. Aber sie haben von Jesus gehört und sie glauben, dass Jesus ihnen helfen kann. Und sie lassen sich nicht irritieren, auch wenn die Gemeinde sie merkwürdig behandelt. Nicht nur einmal oder zweimal oder dreimal. Und diese Menschen, die einen solchen Glauben haben, dass sie an Jesus festhalten, egal was passiert, selbst wenn seine Gemeinde ihn schlecht behandelt, diese Menschen haben einen größeren Glauben als Petrus und Johannes und Jakobus, die schon so viel mit Jesus erlebt haben. Die Frau handelt wie Jakob. Und ich glaube, das hat für Petrus und Johannes, das hat ein bisschen gedauert, um das zu verstehen. Diese Frau, so wie unser geehrter Glaubensvater Israel. Jesus hatte ja gesagt, habt ihr es gelesen? Wir haben es noch nicht verstanden. In Vers 24, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und die Jungen haben gedacht, ja, da gehört sie nicht dazu. Israel ist unsere Heimat. Ja? Wir sind Israeliten, du nicht. Aber Jesus sagt, ich bin zu ihr gesandt, weil sie ist eine echte Israelitin. Ihre geistliche Heimat ist das Volk Gottes. Und das zeigt sich nicht durch ihre Erfahrung, nicht durch ihr Bibelwissen, sondern durch den Glauben, der an Jesus festhält, egal was passiert. Zu viele Menschen lassen sich von noch zu schleifenden Charakteren in der Gemeinde irritieren. Wer immer du bist, ob du ganz am Ende oder ganz am Anfang deines Glaubensweges stehst, lass dich nicht irritieren von Menschen wie Petrus und Johannes und Jakobus. Die lernen auch noch. Aber wenn du an Jesus festhältst und wenn du glaubst, dass Jesus dich segnen kann, durch sein Wort bist du zu Hause. Denn was stiftete die Identität für Israel? War es nicht der Name Israel? Übrigens, nur ganz kurz am Rande. Weiß jemand von euch, warum Jakob Israel genannt worden ist? Schaut mal, in Jesaja, ist 1. Mose 32, ist eine kleine, aber wirklich interessante Sache. In 1. Mose 32,
In 1. Mose 32 und dort in Vers 29. Ihr wisst ja, der Jakob hängt sich an ihn, nicht wahr? Und dann heißt es in Vers 29, da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Hatte Jakob gewonnen, weil er so kräftig war? Hatte er gewonnen, weil er so klug war? Hat Jesus gesagt, oh, ich kann nicht mehr, ich muss aufgeben? Warum hat Jakob gewonnen? Einen Kampf mit, wisst ihr, wer, wir haben es ja schon gesagt, es war Jesus, mit dem er gekämpft hat, oder? Und Jesus hatte gesagt, was hat er gesagt? Lass mich gehen. Was würdest du sagen, wenn Jesus dir begegnet und sagt, setz deinen Namen ein, lass mich gehen? Wärst du deprimiert? Verzweifelt? Jakob hörte etwas anderes. Er hörte Hoffnung, wo wir vielleicht erst nur Verzweiflung sehen würden. Als Jesus sagte, lass mich gehen, hörte Jakob, oh, er bittet mich um Erlaubnis. Ich lasse dich nicht. Ernsthaft? Ich habe es vielleicht mal schon erzählt. Wer von euch hat Brüder gehabt, also vor allem jetzt mal an die Männer, wer von euch hat Brüder gehabt, wer von euch hat sich mal mit seinen Geschwistern, können ja auch Frauen sein, mal so richtig gekloppt? Ich habe 3 jüngere Brüder. Der Jüngste war zu klein. Aber vor allem der Nächste, der könnte euch auch Geschichten erzählen. Wenn man sich als Brüder oder Schwestern oder Geschwister, wenn man sich kloppt und der eine nimmt den anderen in den Schwitzkasten, wer sagt dann, lass mich gehen? Der, der den Schwitzkasten hält oder der im Schwitzkasten ist? Der im Schwitzkasten ist, der sagt, ich bin besiegt. Und hier ist Jesus, der König des Universums, der die Welt durch sein Wort geschaffen hat. Und dort ist dieser arme, schon über 90-jährige Jakob, der völlig verzweifelt dort an ihm hängt, der schon durch eine Berührung an die Hüfte für immer gehbehindert geworden ist. Und er hängt dort und Jesus sagt, lass mich gehen. Jesus, warum kannst du nicht einfach nochmal seine Hand berühren? Sein Handgelenk aus, warum berührst du ihn noch einmal, dass er, und machst dich frei? Was war das Geheimnis von Jakob? Sein Geheimnis war nicht, dass er klüger war als Jesus, nicht, dass er stärker war als Jesus, nicht gerissener. Das Geheimnis war, er hat seine Hilflosigkeit anerkannt. Und als er seine Hilflosigkeit Jesus vorlegt und sagt, ich brauche dich, ohne dich kann ich nichts, hat Jesus gesagt, okay, da kann ich nichts machen, ich muss dir helfen. Wir können Gott in Anführungsstrichen besiegen. Nicht durch Kraft, nicht durch Intelligenz, sondern indem wir unsere eigene Hilflosigkeit anerkennen. Indem wir sagen, Herr, ich brauche dich wirklich. Nicht am Sabbat in der Gemeinde, wo man sagt, ja, ich brauche Jesus, sondern dann, wenn es uns im Alltag wirklich dreckig geht und wir feststellen, unsere Pläne kommen nicht ans Ziel, wenn wir uns wirklich vor Gott demütigen und sagen, Herr, ich brauche dich, ich bin hilflos, ich weiß mir keinen Rat. Der Jakob war ja einer von der Gemeinde, oder? 90 Jahre lang immer zur Gemeinde gegangen. Sabbatschule fleißig gelernt. Aber immer so mit so ein bisschen Ich dazwischen, ja, mit ein bisschen Strategie. Immer so für den guten Zweck, oder? Kann es das auch passieren? In der richtigen Gemeinde, mit der richtigen Wahrheit, immer im Wesentlichen fromm gekleidet, fromm erschienen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir, uns fehlt der Segen Gottes. Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Glückselig ist der, der versteht, ich bin arm, blind, bloß, nackt. Und als er das versteht, schaut mal, was hier steht. In Vers 29, er sagt, dein Name soll Israel sein. Schaut mal Vers 30. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Interessante Frage, oder? Also, Jesus sagt, Jakob, du heißt ab jetzt Israel. Und Jakob, Israel, fragt ja, wie heißt du? Schaut mal in Vers 30. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Ich habe mich so viele Jahre gefragt, ja, was macht denn Jesus hier? Warum sagt er nicht, wie er heißt? Klingt ein bisschen unhöflich, oder? Ganz ehrlich, klingt ein bisschen unhöflich, oder? Warum fragst du nach meinem Namen? Aber es ist eigentlich etwas ganz Schönes, etwas richtig, also mich berührt das sehr. Schaut mal mit mir in Jesaja. In Jesaja Kapitel 49. In Jesaja 49. Und schaut mal, was dort steht.
in Vers 3 über den Messias. Jesaja 49, Vers 3. Jesaja 49, Vers 3, dort heißt es: Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Und damit ganz klar ist, es ist nicht das Volk Israel gemeint, in Vers 5. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Israel wurde nicht gesammelt und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott war meine Stärke. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Also um wen geht's hier? Wer sollte sowohl das Volk Israel als auch die Heiden erreichen? Jesus. Und wie ist sein Name in Vers 3? Israel. Denn er ist der Kämpfer Gottes. Er ist es, der in Offenbarung 12 gegen den Satan kämpft. Er ist der Streiter, der Fürst Gottes. Und als Jakob sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, gibt er ihm nicht irgendeinen Segen. Er sagt, du heißt ab jetzt Israel. Du hast ab jetzt meinen Namen. Und als Jakob fragt, also, und wie heißt du? Da sagt Jesus, vielleicht hast du nicht ganz verstanden, warum fragst du noch? Sagt die Bibel nicht, dass Gottes Name über uns ausgerufen ist? Diese Frau, auf die die Jünger so herabgeschaut haben, diese Frau war eine echte Israelitin. Jesus gab ihr seinen Namen. Sie war zwar eine Kanaaniterin, aber Jesus gab ihr eine Heimat, eine geistliche Heimat in ihm. Ihr Lieben, wo wohnt Jesus? Johannes, als er Jesus zum ersten Mal sah und zum ersten Mal mit ihm sprach, hat eine simple Frage gestellt. Als Jesus sich umdrehte und sagte zu Johannes und Andreas, was sucht ihr? Dann fragt Johannes, wo wohnst du? Johannes hatte sich dafür interessiert, wo Jesus wohnt. Und Jesaja 57 wird uns deutlich gesagt, wo Jesus wohnt. Wo ist die Heimat von Jesus? In Jesaja 57 und dort Vers 15. Wo wohnt Gott? In Jesaja 57 und dort Vers 15 heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. Das Hebräische kann man auch übersetzen, der in der Ewigkeit wohnt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese ganze Ewigkeit, er wohnt in der Ewigkeit. Und dann heißt es, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen belebe. Sagt ihr mir, wo wohnt Jesus? Er sagt, ich wohne in der Höhe, im Himmel, im himmlischen Heiligtum und bei dem, der gedemütigten und zerschlagenen Herzens ist. Jesus wohnt nicht bei denen, die alles wissen. Er wohnt nicht bei denen, die alles können. Er wohnt nicht bei denen, die alle Wahrheit theoretisch verstanden haben. Er wohnt bei denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Er wohnt bei denen, die verstehen, dass wenn er spricht, es ist, als ob er selbst kommen würde. Er wohnt bei denen, die sagen, ich bin so hilflos, ich brauche dich, egal was passiert. Wir singen heute und sagen, es geht heimwärts. Jesus kommt bald. Wisst ihr, was Jesus heute sagt? Er sagt, ich würde auch gern heimwärts kommen. Dein Herz ist von Jesus geschaffen worden. Dein Herz ist von Jesus erlöst worden. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, dass in vielen Fällen Jesus außerhalb des Herzens steht. Sagt er nicht in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür? Lass uns kurz das nachlesen. In Offenbarung 3, Vers 20.
In Offenbarung 3, Vers 20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Dort spricht er nicht zu den Heiden. Dort spricht er nicht zu denen, die noch keine Ahnung von der Bibel haben. Er spricht zu einer Gemeinde, die zu den wenigen Gemeinden in den Sendschreiben gehört, die keinen doktrinalen, lehrglaubensmäßigen Irrtum haben. Ja, andere haben die Lehre Bileams oder die Lehre der Isabel und so weiter. Aber diese Gemeinde scheint theologisch ganz gut dazustehen. Und deswegen denken sie auch, dass sie alles haben. Und Jesus steht vor der Tür. Die Gemeinde weiß, dass es Jesus gibt. Die Gemeinde redet von Jesus und singt von Jesus, betet vielleicht sogar zu Jesus. Hörbar? Aber Jesus ist vor der Tür. Schaut in Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, was das bedeutet, wenn es heißt, er möchte hineinkommen und mit mir das Mahl halten? Mit wem esst ihr gerne? Mit Freunden, oder? Gemeinsam zu essen drückt Freundschaft aus, drückt Nähe aus. Gott sagt, Jesus sagt mit anderen Worten, ich würde gern in deinem Herzen wohnen. Vielleicht klingt das so ein bisschen allgemein, ja, das haben wir so oft gesagt. Aber die Wahrheit ist, während wir darauf hoffen, bald nach Hause zu kommen, steht Jesus vor deiner Herzenstür und würde gern nach Hause. Wir sagen manchmal, Jesus sei unser vornehmster Gast. Aber ein Gast wohnt nicht, der ist nur zu Gast. Und ich glaube, dass offenbart, ohne dass wir es böse meinen, aber es offenbart, dass zu oft in unserem Jesus-Leben Jesus ein Gast ist. Zum Essen, zur Arbeit, wann immer wir das zu tun haben, wir laden Jesus ein als Gast ab. Er wohnt er in unserem Herzen. Wohnt Jesus in deinem Herzen? Denn wenn er nicht in deinem Herzen wohnt, wird der Himmel sich auch nicht als Heimat anfühlen. Denn Gottes Heimat und unsere Heimat hängen direkt zusammen. Wenn wir Jesus im Herzen haben, mit anderen Worten, wenn Jesus konstant in unseren Gedanken ist, dann werden wir den Himmel als Heimat empfinden. Wenn nicht, werden wir trotz Teilnahme an einer solchen Konferenz den Himmel nicht als Heimat empfinden. Wenn es dir langweilig erscheint, zu Hause, wenn niemand dabei ist, die Bibel zu lesen, wenn du das Gefühl hast, Jesus will zu viel von dir, wenn dich bestimmte Dinge in der Bibel stören, dann werden sie dich auch im Himmel stören. Heute ist der Tag, an dem wir zurück zu Jesus wollen. Ich möchte nach Hause. Du auch? Jesus möchte auch nach Hause. Er wohnt im Himmel und er möchte in deinem Herzen wohnen. Denn dort, wo Jesus wohnt, da ist der Himmel. Lasst uns zum Abschluss einen Text lesen in Offenbarung 21. In Offenbarung 21 und dort Vers 2. Als ich angefangen habe, die Bibel selbst zu studieren, ich bin zwar in der Gemeinde groß geworden, aber irgendwann habe ich angefangen, die Bibel selbst zu lesen und ich habe plötzlich entdeckt, was es eigentlich alles gibt. Davor hatte ich eigentlich nur einen Lieblingsvers, den ich kannte. Das war der hier, in diesen Versen. Vers 3 eigentlich. Offenbarung 21 und dort Vers 2 und 3. Dort heißt es, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen.
sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Der Glaube des Hauptmanns, dass Gottes Wort sagt, was es tut, bewies, dass er ein wahrer Israelit war. Der Glaube der Kanaaniterin, dass egal wie sehr sie abgewiesen wurde, sie fest daran hielt, dass Jesus sie segnen kann und segnen muss, bewies, dass sie eine wahre Israelitin war. Der Glaube von Jakob, dass er an Jesus festhielt, als dieser sagt, lass mich gehen. Als seine eigene Hilflosigkeit entdeckte, als er wusste, mit eigener Kraft kann ich mich nicht segnen. Da hatte er, war ein echter Israelit. Wisst ihr, was ich glaube? Ganz egal, ob wir schon lange in der Gemeinde sind oder ganz frisch dazugekommen sind, unser größtes Problem ist, wir wollen uns selbst nicht eingestehen, dass wir hilflos sind. Wir wollen es uns persönlich nicht eingestehen, dass wir hilflos sind. Aber der, der weiß, nicht ich, sondern Christus. Nicht meine Kraft, sondern seine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Nicht meine Weisheit, sondern seine Weisheit in meinem Leben. Wer das sagt und sein Herz öffnet, der kann in dieser haltlosen Zeit zu Hause sein. Schon jetzt. Und wenn dann der Himmel auf uns wartet und wenn dann die neue Erde auf uns wartet, dann werden wir zwar erstaunt sein, wie schön alles ist, aber das Gefühl des Zuhause-Seins wird nicht viel anders sein. Wisst ihr, wie ich mir den Himmel vorstelle? Dann ende ich. Ich stelle mir den Himmel ungefähr so vor. Wisst ihr, wenn ich morgens aufwache, mich auf die Couch setze und ich habe noch genügend Zeit und ich schlage die Bibel auf, ich habe so mein Programm, was ich so Tag für Tag durchgehe und ich bete Gott und ich bitte ihn wirklich von ganzem Herzen, dass er mir heute für den Tag Kraft gibt, dass er jetzt zu mir redet. Und er mir dann in seinem Wort Dinge zeigt, die ich noch nie gesehen habe oder die ich neu verstehe, dann habe ich einen solchen Frieden zu Hause dort, wo ich bin, auch wenn vielleicht das E-Mail-Postfach schon voll ist, nicht wahr? Einen solchen Frieden und eine solche Freude und eine solche Kraft für den Alltag. Ich glaube, im Himmel ist es immer so. Nur, dass dann kein E-Mail-Postfach kommt, nicht mehr. Und Gott möchte uns, dir, der du vielleicht völlig neu bist zum Glauben und noch gar nichts weißt wie die Kanaaniterin, vielleicht schon im Dunstkreis der Gemeinde bist und schon viel gehört hast, aber nicht weißt, ob du dazugehörst, so wie der Hauptmann. Oder dir, der du schon seit Jahrzehnten, vielleicht seit 90 Jahren, wie der Jakob, Teil der Gemeinde bist. Er möchte dir diese Erfahrung schenken, dass du nicht einfach irgendwer bist, sondern Teil der Familie Gottes. Dass du seinen Namen trägst. Dass du mit echter Überzeugung sagen kannst, sein Name ist über mir ausgerufen. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Wer von euch möchte heute Abend sagen, ich möchte mein ganzes Leben Jesus zur Verfügung stellen. Ich möchte mein Herz öffnen. Ich möchte nicht nur Jesus kennenlernen, ich möchte, dass er in meinem Herzen wohnt. Nicht nur vorübergehend, nicht nur zum Urlaub, nicht nur als Pendler, sondern als Hauseigentümer in meinem Herzen. Das ist euer Wunsch? Gott sei gelobt. Amen.